Und zwar sind unsere Helden, in diesem Fall Boa und Kentoka, sind in der Dornensteppe von Unlumdrum. Tja, und was sie da genau erleben? Ich fange einfach mal mittendrin an. Meister, wann ist die Lektion der Geduld beendet? Fragte Boa plötzlich beim Aufhängen der mehr oder minder sauberen Wäsche an einem ausgedörrten Busch. Die herabfallenden Wassertropfen wurden gierig vom Boden aufgesogen. Sobald ich es sage, Kentoka würde seinen Schüler noch eine ganze Weile lang zappeln lassen. Aber ich habe nun wirklich alle Aufgaben erledigt. Weder bei der Wäsche noch beim Kochen habe ich wieder Worte von mir gegeben. Wieder seufzte Kentoka. Boa hatte ja recht. Aber noch war der Shinitsu-Meister nicht überzeugt. Stattdessen nahm er die ihm hingereichte Schale mit der Suppe entgegen. Es war ein Segen gewesen, dass sie beim Sturz aus dem Gleiter den toten Esel gefunden hatten. Ein reisender Händler musste das Tier und einen Teil seiner Ausrüstung zurückgelassen haben. Zu Kentokas großen Freude war auch jede Menge Toilettenpapier in den Transportsäcken gewesen. »Meister, ich habe sogar die Eiterbeule an eurem Hintern entfernt!« Boa betrachtete bei seinen Worten emotionslos die Suppe. Kentoka hingegen kämpfte mit einem Hustenanfall. Gut, vielleicht hatte er seinen Schüler zu sehr ausgenutzt. Eine Gegenleistung war fällig, aber er musste Herr der Lage bleiben. »Siehst du den kleinen Hain dort am Horizont?« fragte er voller Ehrerbietung. »Die paar Bäume?« »Genau. Sobald wir sie morgen erreichen, erfährst du die nächste Lektion.« Wenn Kentoka gehofft hatte, damit Ruhe für den Abend zu erhalten, so irrte er gewaltig. Nun war Boas Neugier richtig befeuert. »Was ist das für eine Lektion? Was hat Shinitsu mit den Bäumen dort zu tun?« »Schweig und genieß das Mahl. Noch ist die Lektion der Geduld nicht beendet. Also Ruhe und sage im Stillen dein Mantra auf.« »Ja, Meister.« Boa weckte am nächsten Morgen Kentoka in aller Frühe. Dabei ging er nicht gerade zärtlich vor, sondern warf einfach den Kessel um. Scheppernd rollte er über den Boden. Sofort stand Kentoka kerzengerade und blickte sich mürrisch um. Doch Boa hatte nichts dem Zufall überlassen und reichte den verdutzten Shinitsu-Meister lächelnd einen dampfenden Becher Tee und einen Teller mit bereits bestrichenen Brotstullen. Kentoka hatte nur eines daran auszusetzen, ihm fehlte der Käse. Aber den würde er wohl erst wieder in der Zivilisation bekommen. Boa hatte neben ihm Platz genommen und schlang ein Brot nach dem anderen herunter. Er machte klar, dass er zeitig zu dem kleinen Hain aufbrechen wollte, um seine nächste Lektion zu beginnen. Bei so viel Enthusiasmus konnte Kentoka seinen Schüler nicht weiter böse sein, auch wenn er gerne noch die eine oder andere Stunde geschlafen hätte. Trotzdem war er immer noch der Meister, musste sich den erworbenen Respekt erhalten. Was würden sie an dem Hain machen? Das erfahrt ihr. Also ich habe angefangen, das Skript zu lesen und das kam sofort zu einem großen Problem. Das Skript ist für ein Hörspiel, das haben wir jetzt gerade besprochen. Aber dann hast du dankenswerterweise eine Zusammenfassung geschrieben von den Szenen, von den Ideen, auch immer wieder mit Anmerkungen. Damit konnte ich schon viel mehr arbeiten, weil ich dadurch meine eigenen Ideen entwickeln konnte. Ich konnte mir jetzt sagen, okay, das soll der Inhalt sein, des Kapitels gut. Ich habe sogar selber dann die Kapitel auch verschoben, wo sie wirklich endeten oder wo sie anfangen sollten, die Zwischenkapitel, wie auch immer. Und dann habe ich angefangen, das zu füllen und konnte halt sagen, das ist der...